Herzlich willkommen hier beim Museum Mutter Beethoven Haus in Koblenz-Ehrenbreitstein. Kaum zu glauben, dass dieses idyllische Dörfchen einmal ein Kunst- und Kulturzentrum für das ganze Rheinland war. Die Trierer Kurfürsten versammelten hier an ihrem Hof in Ehrenbreitstein namhafte Künstler. Und zwar nicht nur Maler, sondern auch Musiker und Komponisten. Die Schwester des Kurfürsten war eine begeisterte Tänzerin. Nicht nur Künstler profitierten vom Hof hier in Ehrenbreitstein, sondern auch die hier ansässige Bürgerschaft. Maria Magdalena Keverich, in deren Geburtshaus hier das Museum heute eingerichtet ist, war die Tochter des Hofküchenmeisters. Sie ist die Mutter von Ludwig van Beethoven. Dadurch gibt es eine enge Beziehung zwischen dem weltberühmten Komponisten und dem Hof in Ehrenbreitstein. Auch nach dem Weggang der Kurfürsten aus Ehrenbreitstein lebte das musikalische Erbe in Koblenz fort. Das von Josef Andreas Anschütz gegründete Musikinstitut bot den Bürgerinnen und Bürgern Musikgenuss auf allerhöchstem Niveau. Die gebürtige Koblenzerin Henriette Sonntag war zu ihrer Zeit ein richtiger Weltstar. Sie hatte natürlich auch Engagements hier beim Koblenzer Musikinstitut, aber auch weltweit an den renommierten Bühnen in Berlin, Mailand und London. Die zahlreichen Porträts, die wir für unser Datenset ausgewählt haben, würden heute wahrscheinlich sich in einem Instagram-Account wiederfinden.